Ganz besonders eilig hatte es am Donnerstagabend ein Deutscher auf der Inntalautobahn in Tirol-Unterland. Der 28-Jährige war um mehr als 80 km/h zu schnell unterwegs und wurde von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. Letztlich musste der Tempobolzer nicht nur seinen Führerschein abgeben. Die Liste der in Österreich beschlagnahmten Autos von Rasern wird länger und länger. Am späten Donnerstagabend kam es auf der A12 Inntalautobahn in Tirol-Unterland zu einer Sicherstellung. Im Zuge von Geschwindigkeitskontrollen bei Münster geriet ein 28-jähriger Deutscher ins Visier der Polizei, der in einer 80er-Zone mit 161 km/h über die Autobahn bretterte. Der Lenker wurde sofort aus dem Verkehr gezogen. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Nach Rücksprache mit der zuständigen Verwaltungsbehörde wurde zudem das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt, heißt es von Seiten der Ermittler. Entsprechende Anzeigen folgen.